Ja, guten Morgen und ein herzliches Willkommen hier in der Böll-Stiftung zu den 16. Entwicklungspolitischen Diskussionstagen. Dieses Willkommen und mein gleichzeitiger Dank für die geleistete intensive Vorbereitungsarbeit richtet sich an Sie und euch alle. Liebe SLEler und SLElerinnen, liebe Böll-Stipendiatinnen, liebe Referentinnen und Referenten, liebe Gäste, liebe Frau Dr. Susanne Neubert, liebe Anja, du großartige Koordinatorin der Diskussionstage für das LSE, und Joana, Kerstin, hier aus meinem Team bzw. aus dem Studienberg. Wir starten heute in diese 16. Runde einer traditionellen Kooperation zwischen LSE, dem Referat Internationaler Politik der Heinrich-Böll-Stiftung, das ich seit 2010 leite, und dem Studienwerk dieser Stiftung. Alle Jahre wieder bereiten sich Teilnehmende des Seminars für ländliche Entwicklung auf diese Tage intensiv vor. Auch dieses Jahr haben Sie sich für interessante und zugleich sehr aktuelle entwicklungspolitische Themen entschieden, die auch in Bezug stehen zu einigen Themen auf der deutschen G20-Agenda, an denen die Bundesregierung mit ihren internationalen Partnern zurzeit arbeitet. In 2 Monaten wird der G20-Gipfel in Hamburg bereits hinter uns liegen. Aber wenngleich ich mit alle Jahre wieder auf den Traditionsaspekt einer langjährigen Kooperation zwischen unseren Häusern verweise, dann möchte ich hier dennoch einen Moment innehalten und mit euch und Ihnen teilen, dass sich unser Arbeitsfeld aus meiner Sicht gerade nicht wie alle Jahre wieder anfühlt. In der internationalen Politik erleben wir derzeit dynamische Wellen und Erschütterungen, was dazu zu führen scheint, dass sich, um in diesem Bild zu bleiben, tektonische Platten übereinander schieben und die politische Gestalt der Welt zunächst in Unordnung bringen, ehe sich möglicherweise eine neue Ordnung herauskristallisieren kann. Ich sehe dabei 4 gleichzeitig ablaufende Prozesse, die ich kurz skizzieren möchte, und ich sehe durchaus unmittelbares Zusammenhängen zu den Themen, die Sie zur Bearbeitung für heute und morgen ausgewählt haben. Da ist erstens: Wir stehen inmitten einer tiefen Krise der Institutionen multilateraler Governance. Die UN-Institutionen sind schwach. Club-Governance wie G20, BRICS und G7 sind unzureichend legitimiert und außerdem stark von nationalen Eigeninteressen, also von einer My-Country-First-Politik gekennzeichnet. Zweitens, diese Krise des Multilateralismus trifft zeitlich zusammen, beziehungsweise sie ist auch verursacht durch einen Bedeutungsverlust des Westens, während die entstandene Lücke durch aufstrebende Gestaltungsmächte, vor allem China, noch nicht besetzt wird. Wir haben drittens die Herausforderung des Klimawandels und der Grenzen des Erdsystems und viertens die Digitalisierung, die man durchaus als eine tektonische Plattenverschiebung im Zeitraffer betrachten kann. Sie alle wissen, dass wir uns mit den Chancen und Risiken einer Smart New World nicht nur im Landwirtschaftssektor auseinandersetzen müssen. Die Auswirkungen der digitalen Ökonomie werden uns gerade aus entwicklungspolitischer Perspektive noch intensiv beschäftigen. Denn wenn wir uns vor Augen führen, dass die digitale Revolution verbunden ist mit Wegen in eine, nennen wir es mal, Ära des Postindustrialismus, dann stellt sich doch die Frage, ob für die vielen jungen Menschen, die jährlich in Afrika, Asien und Lateinamerika auf die Arbeitsmärkte strömen, eine nachholende Industrialisierung nach dem alten Muster überhaupt eine realistische Option ist. Hier stellt sich also die Frage nach den notwendigen Innovationen für Partnerschaften im Wandel, auch in Verbindung mit diesen Dimensionen technologischen Wandels. Klimaschutz und wie man ihn mit den richtigen Instrumenten umsetzen kann, sind ein Dauerbrenner und Querschnittsthema von Entwicklungspolitik. Bevor ich nun gleich an Frau Dr. Neubert übergeben möchte, möchte ich Sie auf die Ankündigung zu unserer Konferenz Monopoly in Afrika, Investitionen und nachhaltige Entwicklung aufmerksam machen, die da draußen ausliegt. Es ist unser Beitrag hier im Haus zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Afrika-Schwerpunkt der deutschen G20-Präsidentschaft, vor allem aber mit dem Compact-Aspekt dieses Konzepts.
Ausgelegt haben wir auch zwei Blogbeiträge, ebenfalls zum Compact. Einer davon ist Ergebnis eines Diskussionsprozesses im Rahmen der zivilgesellschaftlichen Begleitung, also im sogenannten Civil-20-Prozess der deutschen G20-Präsidentschaft. Und diese Fragen von Investitionspolitik sind ein spezifischer Fokus unserer G20-Watcharbeit, die ich seit vielen Jahren hier im Referat begleite. Ich möchte auch gern anregen, dass ihr vielleicht mal hier auf diesem Informationsportal G20 im Fokus rumstöbert, um dort ein paar Informationen zu finden, eine kritische Auseinandersetzung mit den Themen und der Arbeitsweise der G20. Und schließlich möchte ich, weil hier heute so viele junge Leute sitzen, euch alle einladen, beim Gipfel für globale Solidarität am 5. und 6. Juli in Hamburg auf Kampnagel dabei zu sein. Da gibt es auch draußen kleine Ankündigung, leider nicht in bunt. In diesem Haus dürfen wir immer nur schwarz-weiß drucken. Das ist eine Postkarte in the making. Findet ihr aber zumindest auch die URL. Es wird dort auf 11 Podien und 70 Workshop-Formaten jede Menge Diskussionsmöglichkeiten zu entwicklungspolitischen Zukunftsfragen geben. Wie gesagt, 5. 6. Juli Kampnagel. Und ich möchte jetzt an Frau Neubert übergeben, aber ich möchte mich auch von euch und Ihnen verabschieden, weil ich in der nächsten Runde hier nicht mehr stehe. Ich habe es genossen, in den letzten 5, 6 Jahren hier zusammenzuarbeiten, in dieser Kooperation. Ich werde wieder in ein Büro, in unsere Außenstrukturen gehen, nach Tunis. Wer da vorbeikommt, willkommen. Ansonsten für heute und morgen gutes Gelingen. Bitte schön, Frau Neubert. Ja, auch ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Und ist klar, also ich bin die Leiterin des Seminars für ländliche Entwicklung. Vielleicht ganz kurz zur Organisation. Wir existieren ja jetzt schon seit 55 Jahren und haben uns natürlich weiterentwickelt die letzten Jahre. Und unsere Organisation steht auf 4 Säulen. Das ist die Ausbildung, also das Studium, die Trainings, die Forschung und die Beratung. Im Rahmen des Studiums haben wir diesen Postgraduiertenkurs, in dem Absolventen der Universitäten aus verschiedenen Fächern zu uns kommen mit einem sehr strengen Auswahlverfahren, werden 20 ausgewählt und die machen so etwas, also ein Jahr läuft unser Programm und in diesem Programm lernen die Absolventen oder Postgraduierten, wie geht Entwicklungszusammenarbeit praktisch. Das bedeutet, wenn man etwa wie ein Arzt im Praktikum, der ein Medizinstudium absolviert hat und dann ja auch nicht gleich auf die Patienten losgelassen wird, Gott sei Dank nicht, sondern der muss ja auch ein Jahr Praktikum im Krankenhaus machen. Und unsere Leute, die Politikwissenschaftler sind, Ökonomen, Agrarwissenschaftler, Geografen, Ökologen und anderes, die werden auch nicht gleich losgelassen in die Länder, wo sie dann beraten sollen. Und diese ganze Beratungskompetenz, die hat man ja nicht einfach so, wenn man das Studium absolviert hat, überhaupt gar nicht oft, ja, sondern das muss man dann erst noch lernen und das gehört dazu, um ein guter Berater zu sein, nachher in Entwicklungsländern, aber auch im Norden, also globaler Süden, globaler Norden, gehört alles zusammen und seit den SDGs machen wir da eh nicht mehr so große Unterschiede. Da ist ja klar, Deutschland ist auch ein Entwicklungsland, insbesondere im Hinblick auf das Thema, was wir heute bearbeiten, Klimaschutz, Klimaanpassung. Und damit möchte ich dann gleich einsteigen und die Namen kurz vorlesen von denjenigen, von unseren Teilnehmern, die jetzt sehr aktiv sind heute. Auch natürlich, die habe ich jetzt noch nicht erwähnt, die Stipendiaten der Heinrich-Böll-Stiftung, die kommen ja da auch dazu. Und also die Namen sind wie folgt. Steht mal am besten alle auf, damit das dann nicht sonst immer wieder Klatschen gibt. Nein, ich meine jetzt die Teilnehmer. Und zwar ist das Ulrike Ripke, das ist Colleen O'Connor, da ist sie. Dann Jessica Aguero Rosales de Heinzelmann, also ein sehr langer Name. Julia Legelli. Dann Enrique Fernandez Flores, Patrick Dolle und Sönke Maharens.
Okay, die beiden sind Moderator und ich freue mich. Morgen werden wir dann über den Marshallplan sprechen. Das ist ja auch ein ganz... Heute Nachmittag werden wir dann über den Marshallplan sprechen und morgen werden wir über Digitalisierung sprechen. Diese drei Themen haben wir gewählt, haben die Teilnehmer selbst gewählt. Dieser Auswahlprozess unterliegt folgenden Kriterien. Es muss heiß sein, es muss aktuell sein und es muss debattierfähig sein und kontrovers auch möglich sein, dieses zu debattieren. Und ja, und ich freue mich sehr auf die Diskussion und übergebe an Sönke. Ja, vielen Dank, Susanne. Ah, jetzt an. Wir möchten Sie, liebes Publikum hier im Raum und die Zuschauer, die unsere Veranstaltung heute auch im Livestream verfolgen, auch noch einmal ganz herzlich von Seiten der Studierenden des Seminars für ländliche Entwicklung und der Heinrich-Böll-Stiftung zu dem Auftakt der diesjährigen entwicklungspolitischen Diskussionstage willkommen heißen. Und freuen uns auf ganz viele spannende, anregende Diskussionen. Mein Name ist Sönke Ma-Ahrens. Und mein Name ist Colleen O'Connor. Und ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, zu Beginn der diesjährigen EPDTs beschäftigen wir uns mit dem Thema Geld regiert das Klima. Sind Finanzinstrumente im Klimaschutz Chance oder Bürde für nachhaltige Entwicklung? Im ersten Teil, den Colleen und ich moderieren, möchten wir insbesondere die verschiedenen Finanzinstrumente im Klimaschutz und deren Stärken und Schwächen diskutieren. Dann nach einer 30-minütigen Pause übernehmen Ulrike Ripke und Patrick Dolle die Moderation um 12 Uhr und werden mit unseren Referentinnen und Referenten die Chancen und Risiken der Finanzinstrumente für nachhaltige Entwicklung, insbesondere dann auch im globalen Süden, diskutieren. Im zweiten Teil wird dann auch ausreichend Zeit bleiben, dass Sie, liebes Publikum, Fragen stellen können. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, anders als im Programm sind heute nur drei Referentinnen und Referenten hier. Leider musste Herr Dr. Koch kurzfristig wegen Krankheit absagen. Deswegen schauen wir auf die Uhr und eventuell können Sie sich auch schon Fragen im ersten Teil für den ersten Teil ausdenken. Das werden wir dann aber noch früh genug bekannt geben. Jetzt möchten wir aber erstmal zu den wichtigsten Personen hier und heute kommen und Ihnen gerne unsere Gäste auf dem Podium vorstellen. Beginnen möchte ich dabei gerne zu meiner Linken mit Herrn Marius Kaiser. Herr Kaiser ist seit 2013 Berater im Climate Finance Readiness Program der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, das zusammen mit der KfW Entwicklungsbank im Auftrag des BMZ Länder beim Zugang zu internationalen Klimafonds und bei der wirkungsvollen Umsetzung von Klimamitteln unterstützt. Vor seiner Tätigkeit für die GIZ hat Herr Kaiser als Berater insbesondere im Bereich der Entwicklung von Treibhausgasminderungsprojekten und im Emissionshandel gearbeitet. Aktuell beschäftigt er sich vor allem mit dem Zugang der subsahara-afrikanischen Partnerländer des Programms zu den großen Klimafonds und dem effektiven Einsatz dieser Mittel. Wir freuen uns, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Ich möchte nun zu meiner rechten Seite Herrn Jan Kowalczyk begrüßen. Herr Kowalczyk ist seit 2007 Referent für Klimawandel und Klimapolitik bei Oxfam Deutschland. Oxfam ist eine globale Nothilfe- und Entwicklungsorganisation, die weltweit Menschen mobilisiert, um Armut aus eigener Kraft zu überwinden. Seit 1995 gibt es Oxfam in Deutschland. Herr Kowalczyk konzentriert sich auf die UN-Klimaverhandlungen mit den Schwerpunkten Klimafinanzierung und Klimagerechtigkeit, außerdem die Energiewende in Deutschland. Zuvor arbeitete er zur europäischen Klima- und Energiepolitik für Friends of the Earth Europe. Wir freuen uns, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Ja, begrüßen möchte ich dann auch noch ganz herzlich Frau Eva Bulling-Schröter. Frau Bulling-Schröter ist seit 2005 und war davor bereits von 1994 bis 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages für die Fraktion Die Linke. Darüber hinaus hat sie bis 2016 den Landesvorsitz der Bayerischen Linkspartei inne gehabt und ist energie- und klimapolitische Sprecherin der Fraktion. Sie hat eine Ausbildung als Betriebsschlosserin und war auch im Metallbetrieb tätig.
Politisch setzt sie sich besonders für einen Ausstieg aus der Kohleverstromung und eine Energiewende hin zu einer 100%igen erneuerbaren Energieversorgung ein, die allerdings auch für die breite Bevölkerung bezahlbar sein soll. Sie nimmt außerdem regelmäßig an den internationalen Klimakonferenzen teil und war unter anderem auch in Paris 2015 und in Marokko 2016 vor Ort. Herzlich willkommen. Wie bereits erwähnt, beschäftigen wir uns heute in dieser Veranstaltung mit Finanzinstrumenten im Klimaschutz, mit einem Fokus auf die Stärken und Schwächen der Instrumente im ersten Teil. Bevor wir jedoch in die Diskussion mit unseren Gästen einsteigen, möchten wir Ihnen, liebes Publikum, eine kurze Einleitung in das Thema geben. Das übernimmt unsere Kommilitonin Julia De Gelli. Julia, ich übergebe dir das Wort. Herzlichen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich beginne gleich mit den Nachhaltigkeitszielen. Mit der Verabschiedung der Nachhaltigkeitsagenda 2030 hat die Weltgemeinschaft nun erstmals einheitliche Ziele festgelegt. Jedem Land obliegt nunmehr die Verantwortung, an den verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit, der sozialen, ökonomischen und ökologischen zu arbeiten. Und damit werden nun alle Länder zu Entwicklungsländern. Klimawandel wird explizit im Ziel 13 genannt, steht aber natürlich mit allen anderen Zielen in Beziehung. Damit bildet die Nachhaltigkeitsagenda den Rahmen unseres Handelns und insbesondere auch unserer heutigen Veranstaltung. Aber was bedeutet Klimawandel überhaupt? Alle Ökosysteme, alle Naturräume und ihre Menschen müssen mit den Auswirkungen leben, seien es Extremwetterereignisse, der Anstieg des Meeresspiegels oder die Veränderung ihrer natürlichen Umwelt. Hier sehen Sie die Übersicht der 195 Staaten, die vom Klimawandel betroffen sind, eingefärbt nach ihrer Wirtschaftskraft. So sieht es aus, wenn man die Länder in Bezug auf ihre Emissionen vergrößert bzw. verkleinert. Diese Darstellung macht deutlich, in welchen Ländern derzeit der größte Handlungsspielraum zur Begrenzung des Klimawandels besteht. Besonders sticht hier China als größter Emittent heraus. Afrika verschwindet. Und hier sieht man, wer insgesamt am meisten zum Klimawandel beigetragen hat und wer historisch gesehen für den Klimawandel verantwortlich ist. Sehen Sie Deutschland? Und das passiert, wenn man die Verwundbarkeit der Bevölkerungen hervorhebt. Zum Beispiel ist Asien besonders vulnerabel und auch Afrika ist sehr stark betroffen. Dort, wo viel Armut herrscht, sind die Auswirkungen des Klimawandels besonders stark. Aufgrund ihres geringen Pro-Kopf-Ausstoßes von Treibhausgasen haben diese Länder jedoch kaum eine Möglichkeit, signifikant zum Klimaschutz beizutragen. Wir sprechen die ganze Zeit von Klimawandel als einem abstrakten Phänomen. Aber wo stehen wir eigentlich? Die Antwort ist, wir sind schon mittendrin. Auf dieser Grafik der Columbia-Universität sehen Sie den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur. Als Referenzwert wird hier der Zeitraum von 1880 bis 1920 genommen, weil danach die anthropogenen Treibhausgasemissionen klimatisch relevant werden. 2010 lag die durchschnittliche Erwärmung bereits bei 0,8 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Werten. Behalten Sie das im Kopf, wenn wir nun zu den Klimazielen kommen. Auf der Pariser Klimakonferenz hat die Weltgemeinschaft beschlossen, den Klimawandel auf deutlich unter 2 Grad zu halten und wenn möglich auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dazu sollen alle Finanzflüsse in Einklang mit diesen Zielen gebracht werden. Die Artikel 2, 6 und 9 des Pariser Abkommens beziehen sich explizit auf finanzielle Aspekte im Umgang mit dem Klimawandel. Wir befinden uns derzeit im fossilen Zeitalter. Unsere Kultur basiert im Wesentlichen auf der Nutzung fossiler Ressourcen. Heute besteht allerdings im Vergleich zu früher die Möglichkeit, wirtschaftliche Entwicklung von Ausstoß von Treibhausgasen zu entkoppeln. Für wirksamen Klimaschutz ist ein aktiver Paradigmenwechsel nötig. Das Konzept der sogenannten Kohlenstoffblase verdeutlicht, dass noch 2795 Gigatonnen CO2 in Form von fossilen Rohstoffen wie Erdöl, Kohle und Gas zur Verfügung stehen. Also die gesamte rote Blase als bekannte fossile Rohstoffe für die Nutzung vorhanden wäre. 80% davon müssen allerdings unerschlossen bleiben. Es darf nur noch die blaue Blase,
also 565 Milliarden Gigatonnen CO2 ausgestoßen werden, um den Klimawandel zumindest auf 2 Grad zu begrenzen. Für 1,5 Grad natürlich weniger. Kommen wir nun also zu den Finanzflüssen. Auf dieser Grafik sehen Sie eine Übersicht über Mittel, die im Bereich der Klimafinanzierung 2015 geflossen sind. Insgesamt wurden 391 Milliarden US-Dollar transferiert, die von öffentlichen Gebern und privaten Investoren für Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen ausgegeben wurden. Entgegen der Forderung von Partnerländern nach einem stärkeren Engagement im Bereich der Anpassung an den Klimawandel fließen derzeit so gut wie alle Mittel in den Klimaschutz. Also stehen den 361 Milliarden für Klimaschutz lediglich 25 Milliarden US-Dollar gegenüber, die für Anpassungsmaßnahmen fließen. 391 Milliarden US-Dollar in einem Jahr hören sich viel an, sind aber eigentlich bei Weitem nicht genug für die Erreichung der Klimaziele. Die jährlichen Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz müssten auf 1,1 Billionen US-Dollar jährlich ansteigen, um 2 Grad Klimaerwärmung nicht zu überschreiten. Daher die Notwendigkeit, alle Möglichkeiten zu nutzen, diese Summen zu steigern. Möglichkeit Nummer 1: Divestment als kampagnenbasierte Finanzierung. Grundgedanke hiervon ist es, gezielt Mittel aus treibhausgasintensiven Wirtschaftssektoren abzuziehen und in klimafreundliche Technologien zu reinvestieren. Kommunen, Universitäten, Arbeitgeber, Rentenkassen, Institutionen legen Geld an, um langfristig handlungsfähig zu sein und Planungssicherheit zu haben. Erinnern Sie sich noch an die Kohlenstoffblase? 80% der fossilen Ressourcen müssen ungenutzt bleiben. Die hierin getätigten Investitionen im Wert von 22 Billionen US-Dollar werden damit wertlos. Eine gezielte Deinvestition bzw. Reinvestition in klimafreundliche Wirtschaftszweige ist folglich eine Möglichkeit, das finanzielle Risiko für private und staatliche Institutionen zu senken. Von den kampagnenbasierten Instrumenten des Divestments kommen wir nun zur internationalen Klimaschutzfinanzierung. Seit der Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen hat sich die Weltgemeinschaft zum Ziel gesetzt, dass ab dem Jahr 2020 100 Milliarden US-Dollar jährlich von großen Emittenten in Partnerländer transferiert werden sollen. Bis jetzt wurden erst 10 Milliarden Dollar zugesagt für den Green Climate Fund. Dies setzt Emittenten und Betroffene in Beziehung zueinander und eröffnet insbesondere armen Ländern die Möglichkeit, ihre nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Dafür wurde der Green Climate Fund errichtet, dessen Ausgestaltung derzeit noch Objekt der Verhandlungen ist. Es wird angestrebt, die Geberdominanz zu begrenzen und eine souveräne Ausgestaltung der Maßnahmen in den Zielländern zu ermöglichen. Auch soll hier der Forderung der Partnerländer stattgegeben werden nach einer Erhöhung der Mittel für Klimaanpassung. Derzeit ist der Green Climate Fund allerdings einer unter vielen Fonds, wie zum Beispiel dem Least Developed Countries Fund, dem Adaptation Fund und vielen mehr. Außerdem fließen noch weitere Gelder in Form von multi- und bilateralen Vereinbarungen. Möglichkeit Nummer 3, um die Finanzströme klimafreundlicher zu machen: marktbasierte Ansätze. Der Staat kann eine klimafreundliche Umgestaltung der Wirtschaft durch Regulierungen und Gesetze steuern oder Marktanreize schaffen, sodass dieser sich selbst regelt. Das hat die internationale Gemeinschaft erkannt. In den nationalen Selbstverpflichtungserklärungen, die im Rahmen des Paris-Abkommens erstellt wurden, gaben mehr als 90 Staaten an, marktbasierte Instrumente zur Eindämmung des Klimawandels einzuplanen. Eine Option ist hier der Kohlenstoffhandel, zum Beispiel das European Trading Emissions Scheme, haben Sie bestimmt schon gehört. Die Staaten einigen sich darauf, wie viele Emissionen sie insgesamt zulassen möchten. Diese werden auf Länder-, Sektoren- und Unternehmensebene heruntergebrochen und innerhalb dieses Deckels können die Unternehmen frei agieren. Liegen ihre Emissionen über dem Wert, müssen Unternehmen Emissionszertifikate von solchen Unternehmen kaufen, die sparsamer mit ihren Ressourcen umgehen. Entscheidend für die Stärke des Anreizes, effizient zu wirtschaften, ist der Preis der Zertifikate. Je teurer die Tonne CO2, desto größer der Anreiz. Auf der Grafik sehen Sie die Preisschwankungen für europäische Emissionszertifikate. Derzeit liegt der Preis bei etwa 5 Euro.
Um effektiv zu sein, müsste er um ein Vielfaches höher liegen. Ein weiteres Marktinstrument im Klimaschutz ist die Treibhausgassteuer. Hier muss für jede emittierte Tonne Treibhausgas, gerechnet in CO2-Äquivalenten, eine Summe X bezahlt werden. Ein Beispiel aus dem globalen Süden ist Pakistan, wo zum einen Kohlenstoffsubventionen in Form einer Bezuschussung von Kraftstoffen abgebaut und zum anderen die Kohlenstoffsteuer durch die Kohlenstoffsteuer Einnahmen für den Staatshaushalt generiert werden. Als Gegenstück zum Kohlenstoffhandel, in dem die Industriestaaten innerhalb ihres Marktraumes mit Emissionsrechten handeln, bestand bislang über den Clean Development Mechanism die Möglichkeit, sich Emissionsrechte aus Partnerländern einzukaufen. Damit können also Klimaschutzmaßnahmen im globalen Süden mit Mitteln von Emittenten aus dem globalen Norden finanziert werden. Derzeit gibt es fast 8000 registrierte Klimaschutzprojekte, die etwa 2 Gigatonnen CO2 eingespart haben. Somit ist der Green Climate Mechanism eine mögliche Umsetzung des Verursacherprinzips. Es ist nicht klar, ob dieses Werkzeug auch unter dem Paris-Abkommen weitergeführt wird und vor allem, wie es ausgestaltet wird. Derzeit ist es so geregelt, dass die erzielten Emissionsminderungen sowohl in die Bilanz der Zahler als auch in die Bilanz derjenigen Länder eingehen, in denen die Klimaschutzprojekte umgesetzt werden. Ich komme nun zum Ende meiner Ausführungen und nutze die Worte der Aktivistin Laura Merrill, die sich für den Abbau von direkten und indirekten Beihilfen für fossile Brennstoffe einsetzt. Regierungen können $93 pro Tonne vermiedener CO2-Emissionen sparen, indem sie aufhören, fossile Energieträger zu subventionieren. Herzlichen Dank und ich übergebe an Pauline. Vielen Dank, Julia, für die informative Einführung in das Thema. Wir haben uns nun grob mit den verschiedenen Mechanismen beschäftigt, wollen nun aber noch einmal ein wenig ins Detail gehen. Bereits unter dem Kyoto-Protokoll, dem ersten internationalen Abkommen zum Klimaschutz von 1997, gab es verschiedene Mechanismen, insbesondere in Industrieländern im globalen Norden, die Emissionen zu senken, zum Beispiel über den Emissionshandel und Gelder aus Emissionszertifikaten im globalen Süden zu investieren. Frau Böding-Schröter, wie und warum wird dies nach Paris nun verändert? Ja, danke schön. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, die Kyoto-Mechanismen sind drei. Unter dem Kyoto-Protokoll wurde ja kurz schon angesprochen, es sollen Instrumente für mehr Flexibilität bei Treibhauseinsparungen und weniger Kosten beim Klimaschutz sein, so die Idee. Und da haben wir eben den CDM, Clean Development Mechanism, Joint Implementation und den Emissionshandel. Und das Kyoto-Protokoll läuft ja 2020 aus. Und jetzt war die Frage, warum soll es Veränderungen geben? Es gab sehr viele Kyoto-Mechanismus-Projekte und es zeigt auch, dass diese Mechanismen breit angenommen wurden, allerdings auch viel Kritik und auf die möchte ich jetzt eingehen. Also eine der Kritiken war eine ungleiche geografische Verteilung der Projekte. Großteil war in Asien, in Afrika zu wenig. Zweifel an der Zusätzlichkeit der Klimaprojekte oder es bestand auch die Frage, ist das Ganze eine verkappte Subventionierung für die Privatwirtschaft im Energiesektor im Süden und die Unternehmen im Norden könnten unter CDM ihren CO2-Ausstoß sogar noch steigern. Wir hatten gerade hier in der Bundesrepublik auch die Debatte über faule Zertifikate. Ein Beispiel dafür ist, dass hier Kältegase produziert wurden, die dann in China entsorgt wurden. Diese Gase wurden aber explizit nur sozusagen hier produziert, um die dann woanders zu entsorgen und CO2-Zertifikate zu rekrutieren. Und das geht überhaupt nicht. Die Preise für die CO2-Zertifikate, wurde kurz angesprochen, sind absolut zu gering. Und natürlich gibt es damit auch keine Lenkungswirkung für mehr Klimaschutz im Norden.
Einzelprojekte sorgen nicht für den Strukturwandel hin zur Dekarbonisierung. Und es gibt zu wenig Kontrolle und zu wenig Nachhaltigkeit, auch auf Kosten lokaler Bevölkerungen, etwa die Vertreibung durch private Wasserkraftwerke in Wasserkraftprojekten in Honduras oder Kolumbien. Ja, und dann gibt es natürlich auch den Vorwurf des Ökoimperialismus des reichen Nordens im armen Süden, etwa aus Bolivien, dass diese Länder nicht die Parkwächter des Nordens sind und man neben Naturschutz eben auch die eigene Industrialisierung vorantreiben wolle, um Armut wirkungsvoll bekämpfen zu können. Ja, und im Pariser Abkommen können diese marktbasierten Instrumente ab 2021 unter Artikel 6 weitergeführt werden. Artikel 6 regelt die internationale Kooperation. Entscheidend sind hier die direkte zwischenstaatliche Kooperation in Absatz 2 und der neue Nachhaltigkeitsmechanismus in Absatz 4. Absatz 2 legt fest, dass Minderungsmaßnahmen in einem Land umgesetzt werden und die daraus resultierenden Minderungsmengen in ein anderes Land transferiert und dort gegen das nationale Klimaschutzziel angerechnet werden kann. Und Ziele sind dabei ein transparentes Verfahren und eine korrekte Buchhaltung der Minderungsleistung, die ausschließt, dass Emissionsreduktionen mehrmals gezählt werden. Ich halte das für dringend notwendig, wurde auch vorher schon angesprochen. Doppelbuchungen dürfen einfach nicht mehr stattfinden. Darüber wurde schon kurz gesprochen. Und hier hat es eben auch in der Vergangenheit viel Missbrauch gegeben. Nationale oder regionale Instrumente wie das europäische Emissionshandelssystem sollen mit vergleichbaren Systemen verknüpft werden, um so einen gemeinsamen grenzüberschreitenden Kohlenstoffmarkt zu schaffen. Kritisch sagen wir, eine internationale Aufsicht über diese Kooperationsformen ist nicht vorgesehen. Allerdings wurde ein Arbeitsprogramm zur Entstellung von Leitlinien für die Nutzung dieser Kooperation beschlossen, mal soweit. Die Artikel muss man jetzt nicht nochmal fortsetzen, das kann man dann auch in der Debatte machen. Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt ja gerade auch nochmal die verschiedenen Artikel angesprochen und wenn wir uns das Dach des Paris-Abkommens angucken, unter anderem mit Artikel 2, Artikel 6, Artikel 9, also den klimafreundlichen Investitionen, der internationalen Klimafinanzierung und eben diesen Marktmechanismen wie dem Emissionshandel, spielen diese eine tragende Rolle in der Klimapolitik. Herr Kaiser, vielleicht auch vor allem aus dem Blick, Sie sind ja insbesondere in der Klimafinanzierung tätig, wo gibt es dort Zusammenspiele auch zwischen diesen Mechanismen, Marktmechanismen und den Fonds zum Beispiel? Gibt es die überhaupt oder läuft das einfach parallel nebeneinander her? Erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung, freut mich hier sein zu dürfen. Inwiefern spielen Marktmechanismen zusammen mit den Fonds? Also das ist mit Sicherheit vom Fonds zu Fonds ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube generell ist es allerdings fair zu sagen, dass man das aktuell noch nicht so sieht. Es gibt ein paar Überlegungen, wo zum Beispiel im Kontext des Green Climate Funds überlegt wurde, wie könnte man denn diese bestehenden Erfahrungen, die zum Beispiel im CDM gesammelt wurden, diesen Themenbereich, den Sie angesprochen hatten und der auch in der Präsentation genannt wurde, flexible Mechanismen, Kyoto-Mechanismen, wie könnte man diese Erfahrungen denn irgendwie in Wert setzen und wie könnte man zum Beispiel die Methoden, die dort verwendet werden, zum Beispiel um Emissionen zu quantifizieren, bei Projekten, die zum Beispiel von einem GCF finanziert werden, berücksichtigen. Also zum Beispiel, um das ein bisschen mit Leben zu füllen, also zum Beispiel gibt es Projekte in diesem CDM-Bereich, wo anhand von unterschiedlichen Methodologien die Treibhausgasemissionen von unterschiedlichen Projekten in der Industrie berechnet werden. Dann kann man also ganz konkret nachrechnen, okay, dieses Projekt hat so und so viel Tonnen CO2 reduziert und kann dann direkt sagen, okay, da kann man sehen, wie viel in Geld zum Beispiel auch in diese Projekte investiert wurde. Und dass diese Methodologien erlauben einem dann auch zu sagen, okay, so kann man berechnen, wie viele Emissionen eingespart werden und wie viel Emissionen anhand dieses Projektes reduziert werden. Und solche Methoden könnte man zum Beispiel dann auch in einem GCF-Kontext oder im Kontext von einem Fonds anwenden, wo man sagt, man nutzt diese Methodologien,
um quasi Monitoring, Reporting und Verification durchzuführen. Das ist die eine Dimension. Und die zweite Dimension, und das ist auch was, was Sie gerade ansprachen, dieses Denken, dass man sich auf unterschiedliche Einzelprojekte konzentriert. Ist das der richtige Weg? Führt das uns zu den Zielen, die wir wirklich erreichen wollen? Eine Idee wäre natürlich noch, dass man unterschiedliche Projekte, die zum Beispiel im Rahmen dieser Prozesse, die bis jetzt existiert haben, bündelt, zusammenfügt auf irgendeine Art und Weise, sei es jetzt sektorspezifisch oder was auch immer, und diese quasi durch Fonds, auf irgendeine Weise durch Fonds finanzieren lässt. Aber meines Wissens gibt es da aktuell noch keine aktiven Entwicklungen, die das wirklich so aufgreifen würden. Ja, bitte. Ja, Herr Kowalczyk. Da würde ich mich gerne... Das geht also. Ah, jetzt geht's. Doch, ja. Kurz mal einmischen, wenn ich das mal darf, weil Sie hatten ja gefragt, die Verbindung zwischen diesen Mechanismen und dann zum Beispiel auch der Klimapolitik, Klimaschutz in den Entwicklungsländern oder Anpassung in den Entwicklungsländern. Immerhin ist es ja so, dass eine 2%ige Abgabe von diesem Clean Development Mechanism fließt ja in den Anpassungsfonds, also den Kyoto Adaptation Fund. Also das ist sozusagen eine von diesen Quellen, wo man sagt, ein automatischer Mechanismus, wenn ihr anstatt Klimaschutz in Deutschland zu machen, Zertifikate aus Klimaschutzprojekten im globalen Süden kauft, was viele Probleme hat, die du ja alle schon angesprochen hast, dann wenigstens 2% des Wertes dieser Zertifikate sollen für Anpassung im globalen Süden zur Verfügung stehen. So, das ist so ein Link. Da kann man sagen, okay, wir mogeln uns aus der Verantwortung, hier die Energiewende richtig voranzutreiben, aber wenigstens tragen wir ein bisschen zur Anpassung im globalen Süden bei. Also das kann man auch kritisch sehen, weil nämlich zum Beispiel die Entwicklungsländer gesagt haben, das heißt also, weil der Klimaschutz ja bei uns stattfindet und das ja unsere Projekte sind, und dann diese 2% müssen wir an den Anpassungsfonds abführen und nicht die Industrieländer, die Zertifikate kaufen, weil das passiert nämlich genau in im Moment der Transaktion, wenn die Zertifikate von einem Entwicklungsland in den globalen Norden gehen, genau dann werden die abgezweigt. Wer die jetzt beiträgt, das reiche Land, das arme Land, das war immer ein Disput. Und hinzu kommt noch, die Grafik hat es ja gezeigt, der Emissionshandel liegt, was die Zertifikatspreise angeht, am Boden. Noch viel schlimmer sieht es aus bei den Preisen für diese CDM-Zertifikate. Die sind nämlich nicht, ich weiß gar nicht, was für ein Wert die jetzt haben, wahrscheinlich noch 11 Cent oder so, also die sind völlig wertlos inzwischen. Weil der europäische Emissionshandel keinen Bedarf erzeugt für diese Zertifikate und viel zu viele auf dem Markt sind. Und noch eine andere Sache, auf die ich hinweisen wollte. Es gab die Bemühungen im Europäischen Parlament, ich glaube, das waren die Grünen, schätze ich mal, aber auch mit vielen Verbündeten in anderen Fraktionen, eine Regelung einzuziehen, dass bei der Revision des Emissionshandels, die ja jetzt gerade ansteht oder gerade vorangebracht wird, dass dort ein Passus eingefügt wird, dass ein kleiner Prozentsatz der Versteigerungserlöse aus diesem Emissionshandel. Die Zertifikate werden ja an die Marktteilnehmer, also an die Fabriken, Unternehmen, Installationen versteigert, zum Teil jedenfalls, dass ein kleiner Prozentsatz davon direkt an den Green Climate Fund gehen soll. Also nicht in die Haushalte der nationalen Regierung, also nicht an Schäuble, sondern direkt an den Green Climate Fund. Das stand eine ganze Weile als Änderungsantrag im Raum, ist dann aber abgebügelt worden. Und die Staats- und Regierungschefs wollten das natürlich erst recht nicht haben, wie das ja auch immer so ist bei solchen innovativen Instrumenten. Also da gibt es diese Verbindung, die gibt es und gab es. Und es gab auch vor dem Pariser Abkommen, bevor das beschlossen wurde, auch da gab es Vorschläge, ob man mit ähnlichen Instrumenten, zum Beispiel aus dem internationalen Schiffs- und Seeverkehr oder aus dem Flugverkehr, dass die da zur Emissionsreduktion beitragen müssen und das auch so gestaltet würde, dass da auch Einkommen generiert werden kann, was dann zum Beispiel auch an den Green Climate Fund gehen kann. Auch das ist am letzten Endes abgebügelt worden, auch am Widerstand der Industrieländer, aber auch viele Schwellenländer haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, weil das schränkt ja dann, das macht dann ja den Transport und damit ja auch Exporte zum Beispiel oder Tourismus teurer. Also Herr Kowalczyk, Sie haben jetzt so Emissionszertifikaten und Emissionshandel angesprochen, also aktuellster Stand der Dinge. Wie sieht es denn aus bei den anderen Mechanismen? Also wir wissen, wie sie funktionieren oder funktionieren sollen, aber wo stehen wir jetzt gerade? Bei der Klimafinanzierung. Bei den Mechanismen. Also wir hatten ja eine ganze Reihe von diesen Sachen jetzt gesehen. Man muss immer unterscheiden, bei Finanzierung geht es ja um mehrere Sachen. Es geht sowohl darum, global öffentliche und private Investitionen zu verschieben, also hin von den fossilen Energien zu den Erneuerbaren zum Beispiel, oder ausreichend Geldflüsse in den Bereich Anpassung zu generieren. Das sind sowohl private als auch öffentliche. Und es geht auch um die Frage, passiert das bei mir im Land, also in Deutschland, macht der Emissionshandel in Deutschland
oder das erneuerbaren Energiengesetz, erzeugt das die nötigen Finanzströme, um hier den Wandel voranzubringen? Das ist sozusagen das eine. Und das andere ist, was leisten eigentlich die reichen Länder, um den globalen Süden darin zu unterstützen, sich klimafreundlich zu entwickeln und an die Folgen des Klimawandels anzupassen? So, das sind ja zwei völlig verschiedene Baustellen. Es hat beides mit Geld zu tun, aber man darf die, man sollte die nicht sozusagen vermischen. Bei diesem ersten Teil, wir haben das ja gerade gesehen, also private Investitionen, wir haben diese 2.700 Billionen Tonnen, die wir noch an Emissionen sozusagen in den Büchern stehen haben, also an fossilen Energien, also diese Carbon Bubble, von denen nur noch 500 Gigatonnen oder 550 Gigatonnen eigentlich sozusagen in die Atmosphäre geblasen werden dürften. Das sind ja nicht hypothetische 2.800 Gigatonnen, sondern das sind die, die in den Büchern der Unternehmen stehen. Wenn sie die nicht verbrennen dürfen, also in die Atmosphäre sozusagen entlassen dürfen, dann werden sie von ihren Aktionären verklagt, weil sie das nämlich nicht tun, weil sie das nicht tun müssen, weil das steht in ihren Bilanzen jetzt schon drin. Also das werden die auf Teufel komm raus versuchen zu ermöglichen. Das heißt, die Finanzströme werden, so wie es im Moment aussieht, komplett in die falsche Richtung weitergehen. Also trotz Pariser Klimaschutzabkommen, trotz Energiewende, trotz Klimakanzlerin, von der ja auch nicht mehr viel übrig geblieben ist. Das heißt, diese Finanzströme gehen gerade weiterhin in die komplett falsche Richtung. Es gibt kleine Korrekturen, es war ja auch in der Präsentation zu sehen, ein paar hundert Milliarden, die jetzt schon in erneuerbare Energien weltweit gespeist werden. Ja, da gibt es so die ersten Ansätze. Auch das Divestment ist eine ganz wichtige Sache, über das reden wir, glaube ich, später noch im Detail. Also das sind so, wo man sagen kann, da gibt es so ein paar positive Signale, aber es geht viel zu langsam. Also zu glauben, wir sind jetzt schon dabei, dieses Ziel des Pariser Abkommens, Artikel 2.1c, also Finanzflüsse von dem Unerwünschten in das Erwünschte hin zu verschieben, ist die Welt noch weit entfernt. Sie hat es sich ja auch erst 2015 wirklich vorgenommen. Das ist jetzt ein völkerrechtlich verbindliches Ziel. Die Umsetzung 2 Jahre später ist noch nichts zu sehen, aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu früh gesagt, weil so eine Welt, bis die sich mal in eine andere Richtung bewegt, das dauert natürlich auch viele Jahre. Bei diesem anderen, was hier unter fondsbasierte Finanzierung geführt wurde, da ging es ja um die Klimafinanzierung, also die finanzielle Unterstützung der reichen Länder für die armen Länder. Da sieht es so aus, die Zusage wurde genannt, 100 Milliarden Dollar pro Jahr ab 2020, also von jetzt bis dahin wachsen und dann ab 2020 sollen es 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr sein. Geben die Industrieländer an, dass sie ungefähr 2/3 dieser Summe schon geschafft haben. Also sie seien jetzt schon auf einem Niveau von etwa 60 Milliarden US-Dollar pro Jahr, was also vom Norden in den Süden geht, und feiern sich dann dafür, dass sie eigentlich auf ganz gutem Wege sind. 2/3 schon geschafft, sind noch 3 Jahre, das kriegen sie hin, glauben sie. Da muss man aber im Kopf behalten, dass die Anrechnungsmethoden, die die reichen Länder sich da sozusagen gönnen, natürlich auch sehr großzügig sind. Also da wird angerechnet auf Teufel komm raus. Da werden Darlehen mit ihrem Nennwert berechnet und dann wird dann vergessen, dass diese Darlehen ja auch zurückgezahlt werden müssen. Die gehen also zurück in den globalen Norden. Die sind natürlich zinsvergünstigt, diese Kredite, wenn es solche Kredite sind, also von der KfW zum Beispiel. Aber ein großer Teil geht eben wieder zurück in den Norden. Das heißt, die werden aber trotzdem da großzügig drauf angerechnet, dann sind nämlich die Zahlen größer. Eine andere Sache, die wir auch gerade untersuchen, da veröffentlichen wir nächsten Monat ungefähr auch eine Studie zu, ist, wie sehr zum Beispiel das BMZ die Klimarelevanz eingesetzter Gelder überschätzt. Also das sind dann Projekte, wo Klima irgendwie am Rande drin vorkommt. Es wird aber sehr großzügig dann als Klimafinanzierung deklariert. Und wenn man das alles, wir haben das mal versucht abzuschätzen für alle Industrieländer und kamen dann darauf, dass wir statt 60 Milliarden US-Dollar pro Jahr jetzt ungefähr, die Zahl habe ich nicht mehr ganz genau im Kopf, ungefähr bei 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr sind, wo wir sagen können, okay, das geben wir euch, das gestehen wir euch zu, das habt ihr erreicht, ihr seid bei 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr, aber noch nicht bei 60. Die 60 sind eure Rechenmethode, eine ehrlichere wäre eher 20 und wir sind also noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein sollten. Ja, wir sind jetzt ja schon relativ tief auch in die internationale Klimafinanzierung eingestiegen. Da ist ja eine wichtige Quelle, um überhaupt dann auch dieses ambitionierte Ziel aus dem Paris-Abkommen der 1,5 Grad zu erreichen, der Green Climate Fund, einer von vielen Fonds, die dort eine Rolle spielen. Und er soll ja unter anderem auch dann die nötigen Gelder zur Verfügung stellen, um Verminderungs- und Anpassungsmechanismen überhaupt realisieren zu können. Wir hatten jetzt schon in der Eingangspräsentation gehört, es gibt noch eine Menge anderer Fonds, zum Beispiel der Adaptation Fund oder der Least Developed Countries Fund.
Herr Kaiser, können Sie uns da genau erklären, wo sich diese Fonds unterscheiden? Warum ist dieser Green Climate Fund, der ja auch relativ viel gefeiert wurde, sowas Neues? Oder ist es eigentlich nur alter Wein in neuen Schläuchen? Ja. Genau, also wie Sie gesagt hatten und wie auch die Präsentation schon dargestellt hat, gibt es viele unterschiedliche Fonds. Es gibt ein paar, die spezifisch bei der Klimakonvention und dem Protokoll aufgehängt sind. Und da gehört unter anderem der Least Developed Countries Fund dazu, Special Climate Change Fund, aber auch der eben genannte Adaptation Fund und der GCF. Wie unterscheidet sich jetzt der GCF von diesen allen Fonds, die gerade genannt wurden? Und ich denke, da muss man auch ein bisschen drauf schauen, wo stehen wir, was wurde bis jetzt erreicht. Ich denke, der große Unterschied ist natürlich die Ambition. Der Fonds wurde quasi aufgesetzt mit dem Ziel, dass er wirklich Entwicklungsländer auf neue Entwicklungspfade setzen soll. Das war die Intention, das war die Ambition, mit der man gestartet ist. Um dies zu erreichen, sollten quasi auch größere Volumen an Geld verfügbar gemacht werden. Das resultiert halt aktuell darin, dass es von diesen ganzen Fonds, die genannt wurden, der GCF aktuell im Prinzip der größte ist, der größte spezifische Klimafonds. Und das sind so zwei Komponenten, vielleicht eine dritte Komponente, die noch dazugehört. Ist der Aufbau, also es wurde auch viel drum diskutiert, okay, wie sollte sich so ein Green Climate Fonds von anderen Fonds unterscheiden? Wenn man zum Beispiel die Zusammensetzung des Boards nimmt, das quasi diesen Fonds steuert, das besteht aus 24 Mitgliedern, 12 kommen aus den Entwicklungsländern und 12 kommen aus den Industrienationen. Das soll quasi auch sicherstellen, dass dort Diskussionen und Repräsentation entsprechend stattfindet. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, wie sich der Fonds vielleicht von anderen Fonds unterscheidet, ist diese Diskussion um Zugang. Wie können Länder Zugang zu diesen Fonds bekommen? Das wird sehr schnell recht technisch, aber der Hintergrundgedanke, der da beim GCF Bestand war, ist der Gedanke, dass Länder sich mit ihren nationalen Institutionen akkreditieren lassen können, damit diese nationalen Institutionen direkten Zugang zu den Mitteln des GCFs haben, also sogenannte Direct Access Methode. Und das ist was in der einen oder anderen Art vorher schon existierte, aber was so in der Klimawelt in dem Rahmen vergleichsweise neu war. Und ich denke, so sind so ein paar die unterschiedlichen Kriterien. Frau Böhring-Schröte, wollten Sie was dazu sagen? Sie haben so schön reagiert, als die Frage gestellt wurde. Naja, also es gab ja gerade beim Green Climate Fund große Auseinandersetzungen, wer kommt da rein? Und ich meine, bei den Klimakonferenzen gab es ja immer Demonstrationen, die darauf hinwiesen, wir wollen ja nicht den Weltwirtschaftsfonds haben, der vertritt eigene Interessen. Und man kann ja auch mal gucken, wer da alles drin ist und ob die nicht auch eigene Interessen vertreten. Herr Kowalski, Sie wollen auch was sagen? Ja, weil es ja auch um die Unterschiede zu diesen Fonds ging. Vielleicht ist auch das Besondere an diesem Green Climate Fund, dass der Anspruch wohlgemerkt ist, Projekte zu finanzieren oder Programme, die besonders transformative Wirkung entfalten sollen. Also nicht einfach nur weiter Projektitis, wie man das aus der Entwicklungszusammenarbeit, die schlechten Erfahrungen, die man ja auch kennt, weiterführen, sagen ein Projekt, wenn das Projekt vorbei ist, gehen alle wieder weg und das Projekt fällt in sich zusammen, sondern dass man sagt, nein, wir wollen die Projekte so gestalten, dass auch nach Projektende oder auch über die engeren Grenzen des Projektes hinaus Wirkung entfaltet wird. Also zum Beispiel einen ganzen Sektor zu transformieren, also von fossiler Energiebasis auf Erneuerbare zum Beispiel. Das ist jetzt der Anspruch. Der Fonds ist ja noch relativ jung, hat insgesamt, ich weiß es gar nicht, vielleicht 20 Projekte bisher bewilligt oder 40, okay, doppelt so viel, aber 40 Projekte in der gesamten Welt der Entwicklungsländer ist natürlich nicht besonders viel und das Volumen, was bewilligt wurde, ist auch noch nicht so sehr viel. Also da muss man noch länger warten, ob das zustande kommt. In diesen Board-Sitzungen wird sich auch sehr darüber gestritten, was ist eigentlich transformativer Wandel, wie genau funktioniert der?
Und da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, was das bedeutet. Ein Beispiel, wo der Konflikt zutage tritt, ist, was ist eigentlich transformative Anpassung? Da haben die, ich bin jetzt mal ein bisschen böse, weil so in der Einfachheit stimmt das natürlich nicht, aber da haben die Industrieländer oft diesen Blick, okay, das muss Anpassung sein, das ist was anderes als Entwicklung, weil das ja kein Entwicklungsfonds ist. Also müssen wir Anpassung irgendwie anders machen. Und die Entwicklungsländer sagen, oder sagen wir mal so, die NGOs sagen und einige Entwicklungsländer auch, also wir zum Beispiel sagen, nee, Anpassung adressiert die Faktoren, die die Vulnerabilität der Menschen beeinflussen. Und das sind nun mal Entwicklungsthemen, die da eine Rolle spielen. Also die Resilienz der Menschen hängt sehr stark auch von der Entwicklung in diesen Ländern ab. Und sind diese Menschen arm, sind sie marginalisiert, haben sie Teilhaberechte, all diese Dinge, die dazugehören, jenseits der physischen Risiken des Klimawandels. So, und da sagen aber die Industrieländer gerne mal, nee, über diese Entwicklungsthemen wollen wir nicht im Green Climate Fund beschließen. Das soll irgendwie in der Entwicklungszusammenarbeit passieren, aber nicht hier. Und das ist so ein Konflikt, der gerade noch ausgetragen werden muss in diesem Fonds. Und ein anderer Effekt ist, dass dieser Green Climate Fund natürlich auch sehr viel politisches Interesse oder Aufmerksamkeit genießt und das dazu führt, dass viele andere Fonds, die sehr gute, vielleicht eher kleinteiligere Arbeit machen, dass die so ein bisschen von der Aufmerksamkeit darunter leiden, dass auf sie nicht mehr so geachtet wird. Also der Anpassungsfonds ist so ein Beispiel, der macht genau genommen eher so ein bisschen so Programm-Projektarbeit, aber es ist sehr erfolgreich und die Entwicklungsländer lieben diesen Fonds, aber viele Industrieländer mögen den überhaupt nicht, weil sie das Gefühl haben, da sind zu sehr die Entwicklungsländer haben da mehr Kontrolle über was da passiert als wir. Die haben nämlich genau genommen, glaube ich, einen Sitz mehr in diesem Boot. Und noch so ein paar andere Sachen. Und sie wollen halt auch nicht da rein Geld geben in den Least Developed Countries Fund, auch noch in den Green Climate Fund und all diese anderen Fonds. Und sie sagen, nein, der Green Climate Fund ist das neue Ding, New Kid on the Block oder wie das heißt. Und die anderen Fonds werden so ein bisschen jetzt vielleicht weniger mit Geld bedacht und verschwinden dann so ein bisschen. Und das ist natürlich eine problematische Entwicklung, weil die haben halt auch alle ihre eigenen Funktionen. Wenn ich dann jetzt nochmal eine Ebene wieder höher gehe, weg nur von den Fonds, hatten wir diese anvisierten 100 Milliarden US-Dollar gehört, was ja scheinbar ein ziemlich ambitioniertes Ziel ist, wo Sie schon gesagt hatten, 2/3 angeblich schon wirklich da sein sollen. Frau Bulling-Schröter, wo sehen Sie denn Möglichkeiten, hier noch Mittel zu generieren? Über was für andere Instrumente kann man hier noch Gelder generieren? Herr Kowalczyk hatte da schon eine Steuer angesprochen. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Ja, ich denke, ganz wichtig ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, also der Investment wirklich stark zu machen. Und da gibt es gute Beispiele, zum Beispiel in der Landesregierung Berlin, die haben jetzt einen Antrag, Linke und Grüne, beschlossen, mehr auf der Investment zu setzen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich denke, es sind alles kapitalistische Instrumente. Es wird überall auch Profit gemacht. Aber ich denke, wir können versuchen, auch staatliche Mittel zu rekrutieren. Es kann nicht nur alles privat sein. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel erzählen. Bei der Klimakonferenz stellt sich ja dann Deutschland immer hin und sagt, wir haben wieder für den Green Climate Fund so und so viel Geld zur Verfügung gestellt. Und da waren dann auch kritische Journalisten, die gefragt haben, was sind denn das auch, weil es geht auch um Aktienfonds hier, sind es denn Aktien, die fair gehandelt werden oder sind sie auch bereit, in nicht faire Aktien zu investieren? Und da kam dann eben keine Antwort. Ich denke, es muss auch staatliches Geld fließen, denn natürlich sind mit diesen ganzen Fonds auch verbunden, dass Geld wieder zurückfließt in Form von Gewinnen und so weiter. Und da könnte ich mir eben vorstellen, eine Tobin-Steuer explizit für diese Klimafonds einzurichten. Können Sie die nochmal ausführen, was das genau bedeutet? Also Tobin-Steuer heißt eine Transaktionssteuer. Transaktionssteuer, wenn Gelder investiert werden weltweit, dann, ich glaube, 0,02% ist die Forderung und es wären einige Millionen, würde im Grunde die Transaktion von Geldern rund um den Erdball wahrscheinlich ein bisschen verlangsamen, was ja auch nicht schlecht wäre. Aber bei jeder Transaktion wäre es dann so, dass eine kleine Steuer anfällt und die würde eigentlich niemand wehtun.
und das könnte man natürlich auch erhöhen. Und ich sage, wir brauchen auch Rahmenbedingungen, damit diese Investitionen stattfinden, und dazu brauchen wir auch faire Preise bei den fossilen Energien. Es wird ja immer so getan, regenerative Energien haben ihren wahren Preis, während Kohle und Öl, also die ganzen fossilen Energien, da wird ja nur ein bestimmter Preis berechnet, während die Zusatzkosten ja auf die Allgemeinheit umgelegt wird. Und wenn die Warenkosten sich dann spiegeln, dann ist eigentlich auch klar, dass anders investiert wird. Und ich denke einfach, es muss politischer Druck auf die Parlamente ausgeübt werden, denn ohne dass hier politische Rahmenbedingungen auch anders gesetzt werden, wird dann nicht so viel passieren, denke ich mal. Ich knüpfe dann halt schon an, weil Sie halt Divestment dann halt erwähnt haben. Und wir wissen, dass die klimafreundliche Investition nicht nur aus dem öffentlichen Sektor kommt, sondern auch aus dem privaten. Und Sie haben jetzt schon das Beispiel mit Berlin erwähnt. Die US-amerikanische Stadt Seattle hat sich auch letztens von Wells Fargo divestet. Die Stadt Münster hat es auch gemacht. Das heißt, die ziehen ihr Geld aus klimaschädlichen Investitionen. Und ich würde jetzt gern wissen, wie können wir private Investoren für internationale Klimafinanzierung gewinnen? Also wie steht Divestment zu dem Interesse, private Investoren zu gewinnen? Frau Billing-Schröter, würden Sie vielleicht als erstes dran gehen? Ja, also ich habe schon gesagt, wir brauchen eine Veränderung in der Politik, dass eben die Energien aus Fossilen die wahren Preise, und dann ist vieles nicht mehr interessant. Es gibt auch Banken, die jetzt schon, wie Ökobanken und so weiter, die jetzt schon nicht in diese fossilen Energien investieren. Die könnten wir auch alle unterstützen, indem wir eben auch Mitglied dieser Banken werden. Für Deutschland heißt es zum Beispiel auch, dass die KfW-Bank endlich aufhört, fossile Investitionen zu unterstützen. Das ist immer noch nicht der Fall. Da denke ich, ist einiges wirklich auch möglich in der Richtung. Momentan steigen auch ein bisschen die Investitionen in erneuerbare Energien. Wir haben inzwischen mehr an US-Dollar wie in Kohle- und Gaskraftwerke. Also das nimmt auch zu. Aber ich denke, ganz wichtig ist dieser Druck auch in die Richtung und auch die Weltbank immer wieder aufzufordern, eben keine Gelder mehr in fossile Investitionen zu geben. Und die machen das ja immer noch. Ja, ich möchte jetzt doch nochmal auf den Green Climate Fund zurückkommen und vielleicht auch ohne da zu tief in die technischen Details anzugehen. Sie hatten es schon ein bisschen angesprochen, wie Gelder da abgezogen werden können. Vielleicht können Sie uns nochmal erklären, welche Akteure sind da eigentlich beteiligt? Welche Akteure bekommen dieses Geld aus diesen Fonds? Wofür kann es ausgegeben werden? Eine große Frage, die immer wieder im Raum schwebt, ist auch, kann das für Projekte wie zum Beispiel Carbon Capture Storage, wo CO2 aus der Luft gezogen wird und unterirdisch zum Beispiel gelagert wird, genutzt werden, Herr Kaiser? Die Gelder, im Prinzip hat der Fonds festgelegt, er hat ein Ziel für sich gesetzt, dass er gerne 50% der Gelder für Treibhausgasminderung allozieren würde und 50% der Gelder für Anpassung an den Klimawandel. Und all das sind Gelder, die an Entwicklung, an Projekte oder Programme in Entwicklungsländern fließen sollen oder fließen werden. Das ist natürlich das entscheidende Kriterium am Green Climate Fund. Von den Geldern im Anpassungsbereich, von diesen 50% werden dann, soll sichergestellt werden, dass eben 50% von diesem Geld nochmal speziell an die wenigsten entwickelten Staaten gehen, die LDCs, und an die Small Island States, also quasi die Inselstaaten, die immanent vom Klimawandel bedroht sind und den schon erfahren. Das ist so ein bisschen die Allokation, sage ich mal, der Gelder. Erreicht der Fonds das aktuell? Ich glaube, bis vor kurzem war es tatsächlich recht ausgeglichen, dass diese 40 Projekte oder 43, glaube ich, sind es, die mittlerweile bewilligt wurden, dass die tatsächlich auf diesem Spektrum ganz gut verteilt waren. Eine große, ungefähr, nageln Sie mich nicht fest auf die Zahlen, aber eine gute Anzahl quasi im Minderungsbereich, eine gute Anzahl im Anpassungsbereich und dann auch noch eine Anzahl an Projekten, die
beide Themen bedient, also sowohl Anpassungen an den Klimawandel als auch Minderungen. Ich glaube, beim letzten Board-Meeting hat sich das ein bisschen, die Gewichtung ein bisschen verschoben in Richtung Minderung. Das sind so, glaube ich, die Verwendung der Mittel. Wie werden diese Mittel verwendet? Natürlich in Entwicklungsländern. Wie kriegen Akteure Zugang oder wer würde da üblicherweise Anträge stellen? Im Prinzip sind das oftmals Projekte, die zum Beispiel von unterschiedlichen Ministerien oder unterschiedlichen Akteuren in den Ländern, oftmals staatliche Akteure, zum Beispiel ein Wasserministerium oder ein Umweltministerium oder ein Agrarministerium, zusammen mit internationalen Organisationen durchgeführt werden. Da gehören alle möglichen Organisationen dazu, von UNEP bis Weltbank, und es gehören auch noch private Akteure dazu, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, und auch andere Akteure wie die Deutsche Entwicklungsbank, die KfW. Also das sind quasi so auf nationaler Ebene die Akteure, die die Projekte ins Laufen bringen. Und der Gedanke ist natürlich, dass in diesen Prozessen dann auch die unterschiedlichen Teilnehmer und Interessensgruppen vertreten sind. Und das ist auch was der GCF quasi durch seine unterschiedlichen Unterlagen und Anforderungen quasi von diesen nationalen Projektentwicklern anfordert. Herr Kowalczyk? Ja, weil Sie das fragten, wer kriegt eigentlich das Geld und wofür. Jetzt hatten Sie schon gesagt, das ist ja ziemlich krass eigentlich, dass die Deutsche Bank akkreditiert ist bei diesem Fonds. Das heißt, die Deutsche Bank mit ihren ganzen Kohle- und Öl- und sonst was Investitionen, die kann Geld bei dem Green Climate Fund jetzt beantragen und das dann für Projekte ausgeben. Also die kriegt die Deutsche Bank natürlich nicht geschenkt, dieses Geld, also so ist es auch wieder nicht, aber ein Akteur, dessen Geschäftsmodell zum Teil eben auch damit besteht, genau die Sachen zu finanzieren in der Welt, die wir nicht wollen, die den Menschen schaden, die Menschen die Lebensgrundlagen kaputt machen, die nachhaltige Entwicklung verhindern oder verzögern, der ist jetzt plötzlich, wird jetzt plötzlich geadelt dadurch, dass er jetzt Partner, so feiert er sich, des Green Climate Fund wird. Das ist für die Akzeptanz dieses Fonds ein sehr großes Problem in der Zivilgesellschaft, gerade im globalen Süden, wo die Machenschaften der Deutschen Bank natürlich auch sehr bekannt sind. Das ist das eine. Und das andere, von wegen Carbon Capture and Storage, was der Green Climate Fund bisher nicht gemacht hat, ist sozusagen eine Ausschlussliste zu beschließen, zu sagen, okay, all die dreckigen Sachen, die wir nicht brauchen in der Transformation oder die uns aufhalten oder sogar behindern oder sie sozusagen umkehren, die müssen da raus. Dazu gehört jede Art von Investition, die sozusagen die Nutzung fossiler Energien verlängert, als es sozusagen absolut unbedingt nötig ist. Also Carbon Capture and Storage, wenn es denn funktionieren würde, was völlig in den Sternen steht, ist da so ein Ding, die ganze Sache mit Clean Coal, also effiziente Kohlekraftwerke, da kann man sagen, ja gut, die sind effizienter als die uralten Meiler. Aber wenn so ein effizientes Kraftwerk einmal da steht, dann wird es halt auch 50 Jahre CO2 in die Luft pusten und verhindern, dass wir auf Null Emissionen kommen. Genau das brauchen wir halt, also in ganz vielen Ländern. Und wir müssen raus aus den fossilen Energien, komplett raus, und können nicht sagen, wir bauen jetzt mal saubere Kraftwerke. So, das hat der Green Climate Fund noch nicht gemacht. Er hat auch keinen Ausschluss zu sagen, wir bauen keine Großstaudämme, die ja vermeintlich erneuerbar sind, in Wahrheit auch sehr viele Treibhausgase erzeugen, weil die Vegetation in den Stauseen natürlich so nach und nach dann zu Methan wird und dann später zu CO2, und Atomkraftwerke sozusagen theoretisch auch nicht. Also ich weiß, dass das Aufsichtsratmitglied aus Deutschland versichert uns immer wieder und sagen, nein, nein, solche Projekte werden, die stehen zwar nicht auf einer Ausschlussliste, aber ich sage euch zu, die werden nicht kommen, die werden wir da nicht durchgehen lassen. Aber sie sind halt eben auch nicht ausgeschlossen. Also es gibt dieses Problem in der Tat noch, dass dieser Fonds noch nicht richtig auf diese 1,5 Grad geeicht ist und die ganzen Konsequenzen, die das mit sich bedeutet, nämlich komplett raus aus den fossilen Energien zu gehen. Frau Bulling-Schröter. Naja, es gibt eben das Interesse der deutschen Industrie, eben doch noch Kohlekraftwerke zu verkaufen. Und das sieht man daran, dass die KfW zum Beispiel für Griechenland ein Kohlekraftwerk mit unterstützt hat, obwohl die sehr viel Sonne hätten und ganz was anderes gebraucht hätten. Auch auf EU-Ebene wird CCS immer noch als saubere Technologie gehandelt. Und wir sagen eben, das geht überhaupt nicht. CCS ist eine sehr gefährliche Technologie. Es gibt 3 Technologien, die nicht versichert werden. Das ist CCS, das ist Gentechnologie und Atomtechnik. Also darf man auf keinen Fall eine Technologie, die nicht mehr versicherbar überhaupt irgendwo hin verkaufen. Wir wissen, dass die Frage
der Effektivität sehr sinkt, ein Drittel mehr Kohleverbrauch, sehr, sehr teuer ist. Und in Deutschland gab es ja eine große Debatte, die ist momentan runtergebrochen. Die Opposition war da sehr, sehr stark, dies zu verhindern. Und ich sage mal, wenn wir das in unserem Land nicht wünschen, dann möchte ich es auch nicht, dass andere mit diesen Segnungen beglückt werden, sondern ich denke, es gibt einfach wesentlich bessere Technologien, die im Übrigen auch günstiger sind. Und aus dem Grund, denke ich, muss man Ihnen auch sagen, das absolut zu verhindern. Es gibt eine technische Variante. Wir müssen ja bis 2050 um 95% CO2 reduziert haben. Es wird eine ganz kleine Masse an technischen Gasen geben, die nicht verhinderbar sind. Und da gibt es Debatten darüber, ob das dann irgendwo mit CCS passieren soll. Aber es gibt auch Berechnungen, wenn hier in Deutschland CCS eingeführt worden wäre, dann wären ein paar Jahre, ich glaube 8 oder so waren es, wären diese Speicher schon voll. Und es gibt nach technischen und auch nach wissenschaftlichen Studien bis jetzt keine Gesteinsformationen, die wirklich sicher sind. Nirgends auf der Welt, ich kenne keine, aber man tut wieder mal so, wie wenn man technische Lösungen hätte. Vielen Dank. Ich möchte jetzt nun zu marktbasierten Instrumenten kommen, da neben den Fonds und neben der internationalen Klimafinanzierung, es gibt viele weitere Instrumente, wie wir heute schon in der Eingangspräsentation und von Ihnen gehört haben, wie zum Beispiel Emissionshandel und Subventionen, um nur ein paar zu nennen. Wie bereits angemerkt, haben marktbasierte Instrumente im Kyoto-Protokoll eine ganz wesentliche Rolle gespielt und finden sich eher abstrakt im Paris-Abkommen wieder. Daher wollen wir uns diese noch einmal ein bisschen detaillierter anschauen. Und Herr Kowalczyk, diese Frage ist für Sie. Welche Rolle spielen marktbasierte Instrumente Ihrer Meinung nach zurzeit im Klimaschutz? Und wie unterscheiden sie sich vielleicht von einem Land zum nächsten? Gut, wir haben das ja zum Teil jetzt schon gehabt. Also marktbasierte Instrumente, auch da würde ich wieder unterscheiden zwischen dem Emissionshandel in Europa, vielleicht als bestes Beispiel, und den Versuchen anderer Regionen oder Länder, auch solche Systeme aufzustellen, wo wir schon gesehen haben, dass er nicht funktioniert, weil der Preis dieser Zertifikate zu gering ist. Marktbasiert heißt ja, ich versuche sozusagen einen Preis für die Treibhausgasemissionen zu erzeugen und zwinge dann Teilnehmer damit zu handeln. Also im Emissionshandel, wenn ich Emissionen ausstoße, muss ich entsprechend viele Zertifikate haben. So, und erst wenn die Zertifikate so viel kosten, dass es für mich günstiger ist, die Emissionen zu reduzieren, werde ich also in den Klimaschutz investieren. Das passiert nicht. Also es ist hinreichend untersucht worden, dass der europäische Emissionshandel diese Anreizwirkung nicht schafft. Er schafft sehr viel Bürokratie, er schafft auch sehr viele sozusagen Zusatzgewinne und Geldgeschenke für die klimaschädliche Industrie, weil die Zertifikate umsonst bekommen und nicht kaufen müssen, aber in ihren Produktpreisen natürlich eingepreist haben. Das heißt, die kriegen wirklich Geldgeschenke hinterhergeworfen. Ich habe die Zahl vergessen, es sind mehrere Milliarden, die da in den letzten Jahren diesen Industrieunternehmen hinterhergeworfen wurden. Die freuen sich natürlich, jammern immer noch über den Klimaschutz. Und es hat auch seine Wirkung. Die Reform des Emissionshandels, die gerade diskutiert wird, sich so langsam entwickelt für die Zeit nach 2020, für die Periode bis 2030 dann. Da wird jetzt schon gesagt, oder Analysten haben jetzt schon festgestellt, so wie die Reform jetzt derzeit aufgesetzt wird, wird sie auch dann keine weitere Lenkungswirkung haben. Das heißt, die Lenkungswirkung im Klimaschutz entsteht nicht durch dieses marktbasierte Instrument, sondern die entsteht durch andere Sachen, wie zum Beispiel das Erneuerbare Energiengesetz oder anderes Ordnungsrecht, was wirklich ganz konkrete Sachen vorschreibt. Auch die erneuerbaren Energien werden ausgebremst durch letzte Reformen. Also auch da geht es natürlich in die falsche Richtung im Moment. Unter anderem deswegen schafft Deutschland ja auch sein Klimaschutzziel nicht. Okay, aber zurück zu den marktbasierten Instrumenten. In anderen Ländern sind das erst Versuche oder erst Ansätze. Da ist die Erfahrung noch nicht so weit wie in Europa. Das heißt, wie die da wirken, das kann man noch nicht so genau bewerten. Der Ansatz, den man natürlich in seiner Basis, in seinem Fundament schon kritisieren kann und sagen kann, wieso kann ich den Marktteilnehmern diese Freiheit lassen, anstatt mit Ordnungsrecht einfach Emissionsvorschriften zu machen. Wenn man das mal beiseite lässt, dann würde man ja sagen, na gut, wenn die Deckelung der totalen Emissionen wirklich funktioniert und sie stringent ist und ich weiß, aus dem Sektor kommen nicht mehr Emissionen und die Leute müssen wirklich für die Emissionen bezahlen, also die Industrieunternehmen, kann ich natürlich wirklich diese Anreizwirkung erzeugen. Also theoretisch geht es. In der Praxis ist es so komplex und hat so viele
Lücken oder so viele Hebelstellen, wo die Industrielobby ansetzen kann, um es kaputt zu machen, dass es halt bisher diese Wirkung nicht erzeugt hat. Hinzu kommt noch ein ganz, ganz großer Fehler, den Europa gemacht hat. Sie haben diesen Emissionshandel geöffnet für die Emissionsgutschriften aus diesen Klimaprojekten im globalen Süden, diesem Clean Development Mechanism. Das Ding an sich, dass man sagt, investiert im Süden, und die Zertifikate könnt ihr euch auf eure eigenen Emissionsziele gutschreiben, bedeutet, dass dieser Deckel der totalen Emission, dass der geöffnet wird, weil es gibt keine Begrenzung oder es gibt also keine ausreichende Begrenzung, wie viel von diesen Emissionsgutschriften aus Entwicklungsländern reinfließen können. Und das waren derartig viele, dass wir jetzt eine große, große Menge an überflüssigen Zertifikaten mit uns herumschleppen in diesem Emissionshandelssystem, dass wenn die nicht verschwinden, der Preis auch auf Jahre, also bis weit nach 2020, viel zu gering sein wird für diese Lenkungswirkung. Es gibt Versuche, Teile dieser Zertifikate aus dem Markt zu nehmen, so vorübergehend in die, das heißt dann Marktstabilitätsreserve, ja, reinzutun, damit der Preis sich stabilisiert. Aber auch das ist alles so zaghaft, dass die Wirkung, also dass man da sehr skeptisch sein muss, ob der die Wirkung entfalten wird. Wahrscheinlich eher nicht. Was die Zukunft angeht, im Pariser Abkommen, da gibt es genau diesen Artikel 6, der also sagt, der sagt etwas verklausuliert, auch im neuen Abkommen, also nicht nur in Kyoto, im Kyoto-Protokoll, auch im Pariser Abkommen soll es diese Markt- oder diese Möglichkeiten geben, Klimaschutz in anderen Ländern zu unterstützen und dann die resultierenden Reduktionen auf mein eigenes Ziel anzurechnen. Das ist aber sehr vage formuliert und es ist gerade angefangen worden, darüber nachzudenken, was haben wir da eigentlich in Paris beschlossen in diesem Artikel 6? Was genau meint es und wie soll es funktionieren? Also da kann man noch überhaupt nicht sagen, wohin die Reise geht. Darauf würde ich gerne nochmal eingehen, weil es ja gerade durch das Paris-Abkommen jetzt auch bei eigentlich allen Ländern liegt, diese National Determined Contributions aufzustellen, also wo gesagt wird, wie viel wollen wir eigentlich dazu beitragen, dass der Klimawandel nicht diese Ausmaße annehmen wird. Besteht dann eigentlich überhaupt noch ein Interesse, Herr Kaiser, jetzt in den Ländern des globalen Südens Projekte aus dem globalen Norden, wo diese sich das dann anrechnen lassen können, durchführen zu lassen bei sich? Ersetzt das nicht automatisch den CDM? Das weiß ich nicht, ob man das so darstellen kann. Also ich denke, was natürlich richtig ist, ne, dass dieser CDM-Markt, der auch viel diskutiert wurde, und Sie nannten auch einige Kritikpunkte dem CDM gegenüber, dass der stark eingebrochen ist. Herr Kowalczyk hat ja auch den Preis genannt. Also dieser Markt ist natürlich, ich sag mal, am Boden, um es vereinfacht darzustellen. Werden in Entwicklungsländern weiter diese Projekte verfolgt? Bis zu einem gewissen Grad ja, aber man erkennt natürlich schon an, dass diese Preise nicht wirklich dann den Zweck erfüllen, den sie eigentlich erfüllen sollen für die Umsetzung von den Projekten. So gesehen, denke ich, weicht man da schon auch von der Projektumsetzung ab, und viele Projekte werden da meines Wissens aktuell nicht mehr registriert, zumindest nicht in diesem Umfang, wie das früher mal der Fall war. Übernimmt der GCF das jetzt oder übernehmen Umweltfonds oder Klimafonds auf irgendeine Weise? Ich glaube, da sind wir aktuell noch nicht. Ich denke, dass man sich Gedanken darüber macht, also wie könnte man jetzt diese ganzen Erfahrungen, die guten sowie die schlechten, die da gesammelt wurden, wie könnte man die in Wert setzen und was könnte man damit machen? Ich denke, diese Diskussionen laufen. Aber meines Wissens sind wir nicht an einem Punkt, wo man sagen würde, okay, hier springt ein GCF oder ein anderer Fonds für diese Projekte in die Bresche, um quasi NDCs zu finanzieren mit CDM-Projekten oder eine sonderbare Kombination oder irgend sowas aus diesem Gefüge. Das, glaube ich, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Okay, vielen Dank. Ich möchte nun auf noch ein weiteres Instrument erwähnen, was in der Eingangspräsentation gesagt wurde. Und das ist dann Subventionen. Und das haben Sie auch, Frau Böhring-Schröder, erwähnt, kurz in einem von Ihren Beiträgen. Es gibt zwar negative Beispiele dafür, es gibt jedoch positive für erneuerbare Energie zum Beispiel. Welche Subventionen müssen Ihrer Meinung nach abgebaut werden, damit wir das schaffen können, näher an das 1,5-Grad-Ziel zu kommen?
Ja, vielleicht noch meine Position zum Zertifikathandel. Wir sind der Meinung, dass er gescheitert ist, weil es wurde ja hier schon diskutiert und ich sage mal, wesentliche Bereiche sind auch nicht in Zertifikathandel mit einbezogen, zum Beispiel Flugverkehr. Es gibt viele kostenlose Zertifikate für die Industrie, die immer wieder ausgenommen wird. Also es funktioniert nicht und die Lobby ist sehr groß. So, und es gibt natürlich ökologisch kontraproduktive Subventionen nach wie vor. Also Flugverkehr wird subventioniert. Auch bei uns wird Diesel subventioniert. Hier könnte einiges gemacht werden. Dienstautos werden subventioniert. Zum Beispiel gibt es immer noch Zuschüsse in Deutschland, wenn ich mir eine Ölheizung einbauen lasse. Da haben wir die Bundesregierung gefragt. Ich würde mir das eben anders wünschen. Das wäre auch eine Lenkungswirkung. Also ich denke, da gäbe es eine ganze Reihe von Sachen, die wir wirklich tun könnten. Und wir haben ja das Erneuerbare Energiengesetz. Und ich bin ja jetzt schon lange im Umweltausschuss, war auch in der letzten Legislaturperiode die Vorsitzende des Umweltausschusses. Und es wurde immer mehr zurückgeschnitten. Wir haben jetzt Ausschreibungen, was heißt, man will sie marktfähig machen, diese erneuerbaren Energien, die sollen die wahren Kosten auch zeigen, im Unterschied zu fossilen Strom zum Beispiel, da fragt man eben nicht nach den Warenkosten. Es wird gedeckelt. Ich halte das für definitiv absolut falsch, diese Politik, sondern wir brauchen hier einen Zuwachs an regenerativen Energien in allen Bereichen. Wir brauchen Sektorkopplung und wir brauchen vor allem, und es ist ganz dringend notwendig, auch eine Veränderung des Verkehrs. Wenn ich mir angucke, bis 2020 soll in Deutschland ja das 40%-Ziel CO2-Reduzierung erreicht werden. Es wird nicht erreicht. Zwischen 2015 und 2016 wurden sogar 4 Millionen CO2 mehr ausgestoßen. Unser erstes Ziel wäre 2020. Das ist ja nicht mehr lang, also es sind knappe 3 Jahre noch. Und das heißt, wir müssten da die Ambitionen verdreifachen, um dieses Ziel noch zu erreichen. Das heißt, es müsste Wesentliches getan werden und das sehe ich nun nicht. Wir könnten in der Energieeffizienz bei Gebäuden Wesentliches tun, die Rate zu erhöhen. Ich habe also schon darüber gesprochen, also auf alle Fälle bräuchten wir zum Beispiel auch ein Kohleausstiegsgesetz und zu sagen, wir beginnen jetzt um 2035 auszusteigen und müssten relativ schnell die ältesten alten Dreckschleudern, sage ich jetzt mal, abschalten und dann dementsprechend nach hinten gehen, weil das natürlich auch bewirken würde, dass regenerative Energien noch wesentlich mehr eingesetzt werden. Das heißt, wir brauchen Ordnungspolitik und mit freiwilligen Selbstverpflichtungen ist noch nie was passiert, weil es geht eben um bestimmte Interessen und die müssen zurückgedrängt werden bei Strafe des Untergangs, sage ich jetzt mal. Ja, vielleicht haben Sie es jetzt schon mitbekommen, im Hintergrund hinter uns und dort drüben, die Zeit tickt. Wir sind auch schon fast bei der Pause. Sie sehen, die Zeit tickt wirklich schnell. Deswegen kommen wir leider auch nicht mehr zu den Zuschauerfragen in diesem Teil. Allerdings würde ich gerne von Ihnen allen noch vor der Pause wissen, wir haben jetzt dieses ambitionierte Ziel, die Temperaturerhöhung von maximal 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu erreichen. Nachdem wir uns jetzt diese verschiedenen Instrumente angeschaut haben, würde ich gerne von Ihnen in 2 bis 3 Sätzen wissen, ob diese Instrumente dazu in der Lage sind, uns auf diesem Weg weiterzubringen oder ob dort noch andere Anstrengungen und wenn ja, auch welche vonnöten sind. Wir würden bei Herrn Kowalczyk anfangen, dann einmal so die Runde machen. Also ich hoffe, ich habe erfolgreich den Eindruck vermittelt, dass das, was derzeit läuft, überhaupt nicht ausreicht, um diese Temperaturobergrenze nicht zu reißen.
Aber es ist durchaus noch möglich. Also die Wissenschaftler sagen uns immer noch, nein, trotz dieser Zahlen, die wir auch in der Präsentation gesehen haben, es wäre möglich, es ist technisch und wirtschaftlich möglich, diese Temperaturobergrenze von 1,5 Grad nicht zu reißen. Das erfordert aber natürlich weitaus mehr politischen Ehrgeiz, als den, den wir derzeit haben. Also in der ganzen Welt, in Deutschland natürlich sowieso, Kohleausstiegsgesetz hattest du schon gesagt, das wäre so eins. Das ist auch das, was die Bundesregierung wirklich nach der, also die neue Bundesregierung direkt nach der Bundestagswahl eigentlich angehen muss, zu sagen, okay, jetzt ist die Wahl aus dem Radar, jetzt können wir wieder Politik machen, wir müssen jetzt sofort aus der Kohle raus. Wenn man weiter nur so rumwurschtelt mit dem Emissionshandel oder den erneuerbaren Energien, die so ein bisschen fördert, aber das auch nicht mehr so richtig will, dann führt das nur dazu, dass wir zwar mehr Erneuerbare kriegen, aber die Kohlekraftwerke weiterlaufen und die verkaufen dann ihren Strom einfach ins Ausland und bringen dort übrigens auch die Stromnetze ein bisschen durcheinander, weil dann plötzlich so Strom rüberschwappt. Ich bin ja jetzt kein Techniker, aber das, da beschweren die sich immer drüber. Also man muss ganz konkret für jedes einzelne Kohlekraftwerk ein Enddatum festlegen. Und zwar eins, was halt dazu führt, dass wirklich Deutschland bis 2030, 2035 aus der Kohle raus ist. Weltweit brauchen wir, das haben die Wissenschaftler mal ausgerechnet, wenn wir einen möglichst kosteneffizienten Transformationspfad machen wollen, der also möglichst gut für die Weltwirtschaft ist, und möglichst kostenlos sozusagen ist für die Weltwirtschaft, also das Wachstum nicht beeinträchtigen, all diese Sachen. All das ist möglich, würde aber erfordern, dass wir zum Beispiel im Stromsektor bis 2040 null Emissionen haben. So, das heißt, wenn wir das nicht haben, bedeutet das, dass der Weg unter 1,5 Grad oder unter 2 Grad, dass der teurer wird. Also wenn wir ihn möglichst wirtschaftlich günstig haben wollen, dann muss bis 2040 die Kohle komplett aus dem System sein, Gas auch, also keine Null-Emissionen. Das heißt, wir müssen wirklich diese Erneuerbaren hin. Und die Instrumente liegen auf dem Tisch. Es ist nicht so, dass wir da noch irgendwie groß was erfinden müssten oder hoffen müssen, dass die Zukunft was bringt. Es ist alles da, die Instrumente sind da, die Technologie ist da. Die Wirtschaftskraft ist nun, weiß Gott, auch da in dieser Welt. Das sozusagen, das Kapital liegt ja sozusagen rum. Die wollen investieren und man muss ihnen jetzt halt nur die Richtung vorgeben, in die sie das auch bitte schön tun. Und zwar ehrgeizig und nicht dann noch so zaghaft bei diesen Kohlegeschichten bleiben und noch darauf wetten, dass der Klimaschutz scheitert, damit die Ölreserven alle noch verbrannt werden können. Also möglich ist es. Es ist wirklich die Politik, die uns da im Moment im Stich lässt. Frau Bulling-Schröte. Ja, ich teile vieles, was du gesagt hast, bin aber auch skeptisch, weil es inzwischen in der Bundesregierung, in dieser Koalition Menschen gibt, die das 2020-Ziel schon revidieren wollen und das jetzt auch öffentlich sagen. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Das muss verhindert werden. Aber was könnte man tun? Und einiges ist schon gesagt worden. Wir brauchen den Kohleausstieg bis 2025. Wir wären in der Lage zu finanzieren Gebäude, Energiesanierung, eine Gebäudewende. Das wäre relativ schnell möglich durch steuerliche Absetzbarkeit. Da würden wesentliche Investitionsgelder mobilisiert werden. Verkehrswende ist schon schwieriger. Die großen Autokonzerne wehren sich, aber auch hier muss was getan werden. Es kostet Geld und natürlich auch, was für mich noch wichtig ist, wäre ein Stopp der Agrarfabriken und des Fleischexportes. Auch hier könnten wir CO2 einsparen und die eine Weltländer hätten dann auch die Chance, wieder selbst ihr Zeug zu produzieren und nicht überschwemmt zu werden, ist mir persönlich auch ein großes Anliegen. Also da könnte was passieren, aber es muss der politische Wille da sein und es müssen auch Gelder zur sozialen Begleitung da sein. Das muss ich natürlich als Linke auch sagen, weil natürlich bestimmte Arbeitsplätze wegfallen werden. Wir müssen neue Arbeitsplätze schaffen und wir müssen auch die Ängste der Menschen sehen, um das politisch durchzusetzen. Also sozial begleichen, was Energiepreise, da kommen wir später noch drauf. Aber auch in Ihren Ländern, die Sie hier sind, muss es sozial begleitet werden, sonst wird es nicht funktionieren. Herr Kaiser. Speziell im Kontext der Entwicklungsländer, denke ich, es existieren an der Basis, existieren Initiativen, es existieren Mechanismen, es existieren Schritte in die richtige Richtung. Aber ich denke, was klar ist, dass mehr passieren muss und dass es schneller passieren muss. Speziell die ärmsten Entwicklungsländer sind natürlich besonders betroffen, speziell wenn es um Themen wie Anpassung an den Klimawandel geht. Und da muss auf jeden Fall, wenn wir jetzt im Kontext Klimafinanzierung bleiben und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen in diesen Ländern, denke ich, muss noch viel passieren. Und
das sind auch, ich meine, das sind auch Sachen, die natürlich im Paris Agreement und in diesen NDCs, diese nationalen Verpflichtungen, die Sie angesprochen hatten, genannt sind. Diese steigende Ambition, von der man da oftmals spricht, also wie gesagt, aus meiner Perspektive denke ich, ein Grundgerüst ist gestellt, aber gerne mehr und gerne schneller. Vielen Dank an alle für diese interessante und aufschlussreiche Diskussion. Damit kommen wir bereits zum Ende der ersten Hälfte der Veranstaltung. Wir haben uns mit den unterschiedlichen Finanzmechanismen beschäftigt und diskutiert, wie sie effektiv sein können oder effektiver sein können, um uns zu dem 1,5-Grad-Ziel zu bringen. Im zweiten Teil der Veranstaltung, der von zwei unserer Kommilitonen moderiert wird, beschäftigen wir uns dann mit den Chancen und Risiken der Klimafinanzierung für nachhaltige Entwicklung, insbesondere im globalen Süden. Wir machen nun eine 30-minütige Pause. Es gibt Kaffee und kleine Snacks im Erdgeschoss. Ich soll Sie alle darauf hinweisen, der Kaffee, was hier oben ist, ist nicht für uns gemeint. Das ist auch viel zu wenig. Also von daher bitte erst nach unten gehen. Es gibt dann im Foyer von uns so ein Klimaquiz, einen CO2-Fußabdruckrechner und einen Stern von Fossil Free, an dem Sie sich über die Arbeit der Organisation informieren können. Fossil Free engagiert sich für Divestment und den Schutz des Klimas weltweit und ist unter anderem in Berlin aktiv. Wir fangen dann mit dem zweiten Teil hier um 12 wieder pünktlich an. Vielen Dank.